Unternehmen, die einst on top of the list waren, wenn es um das Thema Innovation geht, verschwinden von heute auf morgen vom Markt. Wie kann es sein, dass diese Giganten der Innovation plötzlich scheitern? Mein Name ist Thorsten Reiter und ich möchte euch gerne eine LinkedIn Micro Series vorstellen mit dem Namen Breaking Innovation. Worum wird es genau gehen? Ich habe mich in der Vergangenheit häufig mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen nachhaltig eine Innovationsfähigkeit aufbauen können. Und das Ganze von einer strategischen Perspektive. Es geht also nicht nur darum, einzelne Produktinnovationen oder Serviceinnovationen hervorzubringen, sondern das Unternehmen lebt und atmet am Ende Innovation. Das geht tatsächlich über einzelne Elemente wie organisationales Lernen oder eine Innovationskultur hinaus. Die Frage ist deswegen so wichtig, weil sich Unternehmen, die eine nachhaltige, effektive Innovationsfähigkeit aufgebaut haben, von ihren Wettbewerbern im Markt unterscheiden können und diese mittelfristig und langfristig vom Markt vertreiben können. Es kann jetzt aber genauso gut passieren, dass wir zwei Unternehmen in einem Markt haben, die beide höchst innovativ sind. Wer macht dann das Rennen und wer drückt den anderen vom Markt? Die Antwort ist relativ einfach. Es ist das Unternehmen, das seine Innovationsfähigkeit über die längste Zeit aufrechterhalten kann. Denn tatsächlich können selbst die innovativsten Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit wieder verlieren. Sie machen entscheidende Fehler, die ihre Wettbewerber zu vermeiden wissen und werden so mittelfristig vom Markt selbst verdrängt. Denn eins möchte ich vorweggreifen. Unternehmen, die eine effektive und nachhaltige Innovationsfähigkeit aufgebaut haben, unterscheiden sich strukturell und kulturell komplett von anderen Unternehmen. Wer Innovation holistisch und langfristig betreiben möchte, muss viele Gewohnheiten, die wir noch aus der traditionellen Managementperspektive kennen, gehen lassen. Dazu gehören Gewohnheiten, die das Management verwendet, um sich selbst abzusichern, Entscheidungen zu rechtfertigen oder auch die strategische Richtung festzulegen. Denn es sind genau diese Gewohnheiten, die dazu beitragen, dass die Innovationsfähigkeit am Ende zerbricht. Diese Breaking Points möchte ich hier in dieser Micro-Series vorstellen. Wenn ihr also sicherstellen wollt, dass ihr keine Videos verpasst, klickt einmal hier auf meinen Folge-Button und schaut auf meinem YouTube-Channel vorbei, wo ich alle geposteten Videos für euch hinterlegen werde. Ich freue mich darauf, diese Einsichten mit euch zu teilen und auch von euren Erfahrungen zu lernen. Was sind eure persönlichen Breaking Points, wenn es um das Thema Innovation geht? Welche Dinge machen euch besonders das Leben schwer, wenn ihr versucht, das eigene Unternehmen oder das Unternehmen, für das ihr arbeitet, innovativ zu halten? Schreibt mir eure Punkte in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Als kleiner Ausblick für das nächste Video kann ich euch schon mal verraten, Innovation zerbricht von innen.